Was will er denn schon wieder? Lebe. Aber nicht wieder liegen lassen. Das ist für Sie. Keine Schlaftablette? Bei diesem Asthma-Wetter schläft es nicht so schlecht. Ich krieg doch jeden Abend eine. Aber Sie bekommen jetzt andere Medikamente. Ich lade Sie auch zu unserem nächsten Konzert ein. Vom Pean-Trio. Woher kennen Sie das Pean-Trio? Ich spiele das Cello. Normalerweise. Doktor, kann Herrn Achenburger eine Schlaftablette geben? Die bekommt er doch seit 2 Wochen. Ja, aber... Schwester, was 14 Tage lang richtig ist, ist nicht am 15. Tag falsch. Sonst wäre es Ihnen angegeben. So, ich gehe jetzt nach Hause. Du, Vera, ich habe übernächste Woche Probleme mit dem Nachtdienst. Könntest du einspringen? Muss das sein? Nachtdienst ist nicht unbedingt mein Fall. Ja, aber den hast du doch früher immer gemacht. Du, außerdem könnte ich auch gar nicht. Freunde von mir sind in Urlaub, da spiele ich Babysitter. Naja, wenn es nicht geht. Ja, gute Nacht. Herr Achenburger bekommt noch eine Schlaftablette. Mhm. Na, vielleicht Schwester Inge. Schwester Vera fällt aus. Ah, ich werde es verwinden. Seien Sie nicht ungerecht, sie war lange nicht im Dienst. In der Nacht brauche ich eine Hilfe und keine Schwester, die wegen ihrem Kiki fragt. Das wird langsam zum Problem. Hast du meine Hemden gebügelt? In deinem Schlafzimmer. Ist das eine Begrüßung? Stell gefälligst dein Auto woanders hin. Das ist dir jetzt oft genug gesagt worden. Den Wert kannst du ja wohl allein abstellen. Marga! Unser Verhältnis gefällt mir so nicht. Sorg dafür, dass das anders wird. Aushelfen? Die Bank hatte zu. Wie wäre es, wenn du es mal mit Arbeit versuchst? Ich arbeite an mir. Dann lass auch von dir das Geld geben. Tommy, so kann es doch nicht weitergehen. Wann hattest du zum letzten Mal deine Geige in der Hand? Wann willst du deine Prüfung machen? Wenn ich soweit bin.
Also allein schaffe ich das nicht. Sie lernen es wohl nie. Immer wenn der Kerl heimkommt. Musst du das immer so voll machen? Das musst du dem Hermann sagen. Du da den Ware weg? Er duscht gerade. Ich will ja keinen Streit, schon weil er dein Bruder ist. Aber er kann sich nicht alles erlauben. Und hier bleiben und kein Miet bezahlen kann er auch nicht. Ich rede noch mal mit ihm. Es sei denn, du willst es. Er geht schon. Ich kann es halt nur nicht erzwingen. Ich weiß. Ja, danke schön. Danke schön. Ja. Na, viel los bei euch? Ja, ich bin ja froh. Aber es ist ganz schön wild, jetzt wo die Rudi nicht mehr bei uns ist. Ja, die Magga, die kann ja nicht gleichzeitig belegte Platte machen und im Service mithelfen, nicht wahr? Übrigens, mit dem Tommy muss etwas geschehen. Du weißt, dass er von mir alles haben kann. Aber ich vertrag diese Ungeniertheit nicht, mit der er sich sein Faulenzerleben finanzieren lässt. Ich habe gerade genug Last mit den Schulden für dieses ganze Anwesen. Also, wenn ich dir irgendwie helfen kann, Ludwig. Deshalb habe ich das nicht gesagt. Ich habe da immer ein schlechtes Gewissen. Das viele Geld hast du mir ja schließlich. Wer kauft, bezahlt ab. Ich schaffe das schon, aber es dauert halt nur. Ich hätte auch gar nicht davon gesprochen, wenn man es nicht in den Bub gegangen wäre. Ich kann ihn doch nicht vor die Tür setzen. Wäre. Wie alt ist er? Soll ich mal mit ihm reden? Er findet sich schon. Tja, wenn man nachhilft. Kann ich mal die Karten haben? Bitte? Andere Gäste wollen ja auch bestellen. Ach, ja, natürlich, Entschuldigung. Schönen Abend. Ja, gleichfalls. Sag mal, habt ihr was miteinander? Du bist so ruppig. Bin ich das? Sie ist allein oder Zeit? Hallo, Marion. Sag mal, hast du meine Sachen aus der Reinigung abgeholt? Dann könnte ich doch jetzt eben noch vorbeikommen und... Ach ja, zu blöd. Ich habe ganz vergessen, dass du heute deinen freien Abend hast. Störe ich euch? Maximilian ist noch in der Kanzlei. Mach das doch mal leiser. Ja, brauchst du diese Röcke denn so dringend? Naja, wenn du jetzt noch mal in die Stadt fahren willst. Freu dich doch, dass du mal nichts zu tun hast. Tu was für dich. Sei froh, dass du endlich in einem Alter bist, in dem du es dir leisten kannst, an dich zu denken. Eben. Und wenn du das ein Leben lang nicht getan hast, dann wird es Zeit, dass du damit anfängst. Hallo. Hallo. Du kommst spät. Tja. Hallo? Entschuldige, Maxi ist gekommen. Grüß ihn schön. Ich rufe dich wieder an. Mhm. Schönen Abend für euch. Nein, nein, das war alles. Tschüss. Du sitzt wieder über deinen Büchern. Ich habe die Kosten gedrückt, wo ich nur konnte. Ich habe mir den kleinsten Kombi gekauft, gebraucht.
Aber was nützt das alles, wenn die Leute das Lokal nicht annehmen? Die Zahlen belegen es. Die Chaoten habe ich rausgetrieben und die Bürgerlichen finden nicht rein. Du hast eben kein Speiserestaurant, sondern einen Weinkeller und eine große Getränkebar. Vielleicht solltest du mehr bieten als ein Schinkenbrot. Aus den Katakomben lässt sich kein Feinschmeckerlokal machen. Will ich auch gar nicht. Aber das hat andere Gründe. Meinen Standpunkt kennst du. Bier oder Tee? Im Moment gar nichts. Ich habe schon gegessen. Meine Mutter hat mir was auf den Schreibtisch gestellt. Wenn sie dir ein Bett in die Kanzlei stellt, hoffentlich legst du dich nicht rein. Ich habe mein Büro in ihrer Wohnung. Da kann ich schlecht sagen, sorry, ich esse nichts bei dir. Sagst du zu mir was anderes? Boing. Und du verschwindest jetzt in die Klappe. Nur weil du sauer bist. Lies noch was. Gute Nacht. Gute Nacht. Eine Frau ist der Himmel. Zwei sind eine Strafe Gottes. Hallo, Tina. Na? Ich wollte nur mal hören, was Richies Erkältung macht. Ach, das ist ja prima. Du, ich habe nämlich heute mit dem Hals-Nasen-Ohrenarzt im Krankenhaus gesprochen, ob es nicht doch die Polypen sind, weil es... Ach, ihr wart da! Ja, dann erübrigt sich das ja. Ach, Polypen. Das liegt an den nassen Füßen, die er sich immer holt. Weil der Fußball wichtiger als die Pütze ist. Dann sind das eben die falschen Schuhe. Das musst du ihm nur erzählen, dann spielt er demnächst Tormann in der Pfütze. Das kennst du ja von Tommy. Aber mit dem Fußballspielen ist es jetzt sowieso aus. Bei den Noten, die er anschleppt. Statt Fußball gibt's jetzt Nachhilfeunterricht. Natürlich. Du, entschuldige, aber meine Eltern möchten gerade gehen. Soll ich dich zurückrufen? Nein, sonst war nichts. Danke. Wünsche ich dir auch. Tschüss. Schlapp schön. Was spielst du eigentlich? Innenstürmer. Ach, bah. Jetzt fang doch nicht wieder an. Tschüss, mein Schatz. Das ist doch hoffentlich abgestellt in der Fabrik. Die Situation hat sich noch nicht entspannt. Paps, wenn das rauskommt. Soll ich alte Mitarbeiter entlassen? Wenn ich den Betrieb umstellen will, weil die Herstellung von Plastikverpackungen auf Zukunft gesehen ein totes Gleis ist, dann kann ich das nur in der Hoffnung, dass die Herstellung von Kunststoffrollläden zu einem Renner wird. Vor allem in Ostdeutschland. Wer gibt mir dann die Leute wieder? Also behalte ich sie. Und die Mittel? Es geht um Menschen, so und so. Alles schon gesagt. Papst, das ist heute kein Kavaliersdelikt mehr. Hast du dir mal klargemacht, was passiert, wenn man dich anzeigt? Dann ist erst noch der Beweis zu erbringen. Ich bin nicht von gestern. Kannst du nichts machen. Tschüss. Ich weiß, was ich tue. Hoffentlich. Na, wann hast du denn morgen Schule? Um 8. Um 8. Gute Nacht. Ich mag den Nachhilfelehrer nicht. Du kennst ihn doch noch gar nicht. Ich mag ihn aber trotzdem nicht. Er soll ein toller Fußballer gewesen sein. Fallrückzieher und so. Ehrlich? Schlaf gut. Blöd.
vom Busch? Mutter. Bitte, ich soll was? Deine Schlüssel? Wieso soll ich denn deine Schlüssel haben? Ich habe deinen Wohnungsschlüssel an meinem Wohn... Ja, und den brauche ich. Ja, jetzt. Die Leute, die hier in der Wohnung sind, müssen noch raus können. Ja, wegen der Alarmanlage. Oh mein Gott, sei doch nicht so schwerfällig. Die Alarmanlage ist doch nur scharf geschaltet, wenn die Wohnungstür abgeschlossen ist. Um die Wohnungstür zu öffnen, brauche ich den Schlüssel. Weil Frau Werbelhoff die Schlüssel Verstehst du? Weil Frau Werbelhoff die Schlüssel auch nicht finden kann. Denn ihre Schlüssel zu meiner Wohnung, die sind auch weg. Ich habe die Wohnungstür nicht abgesperrt. Schon wegen dieser blöden Alarmanlage. Ja, wofür habe ich sie denn? Wenn wir musizieren, hören wir doch nicht, wenn einer einsteigt. Einer? Ganze Horn? Ja, mein Gott. Schon wieder. Frau Werbelhoff, warum heult sie denn jetzt auf? Wahrscheinlich, weil Frau Öppitz sich unterstanden hat, das Fenster zu öffnen. Vielleicht bin ich da schuld. Haben Sie ein Fenster aufgemacht? Nur so viel. Sie hätten es kippen müssen, Frau Iffitz, kippen. Das klärt leider aber immer noch nicht, wie wir hier rauskommen. Keine Sorge. Vera? Ja, ich bin noch da. Augenblick. Meine Schwiegertochter hat einen Zweitschlüssel und den bringt sie uns hier. Hörst du? Aber sie wohnt doch irgendwo im Odenwald. Wenn es sein muss, dann rammt die Feuerwehr eben die Wohnungstür ein. Das Haus verliert nichts. Also, Vera, das ist ganz einfach. Du setzt dich jetzt ins Auto und... Und was ist das da? Wo waren die denn? Meine Kleiderbürste in dem Kasten da. Ihre und meine. Ach. So, jetzt wird aufgeschlossen. So kann das nicht mehr weitergehen. Ich hab's ja gesagt, das Haus verliert nichts. Vera, hat sich erledigt, danke. Die Passage aus dem Heidenallegretto üben Sie noch, Herr Schliewein. Wir wollen doch Herrn Achenburger keine Schande machen. So, und zum Abschluss spielen wir jetzt den Schubert Nummer 1 B-Dur. Es ist 10 Uhr durch. Allegro moderato. Bitte die Noten. Dass wir sie wieder aufbauen, Herr Schliewein. Kunst ist etwas Absolutes. Getreu der Maxime, unser Anspruch bestimmt unser Niveau. Sind Sie soweit? Und denken Sie daran. Leidend, weiblich und lyrisch. Zitat von Robert Schumann. Und Sie blättern erst um, wenn ich mit dem Kopf nicke? Ja. Nicht wieder zu früh? Nein. Und... Weiter. Ein Nachbar hat geklopft. Denken Sie an Beethoven. Der hat unter schlimmeren Nachbarn gelitten. Tommy. Komm nur rein. Du bist ja auf? Ich dachte, du schläfst noch. Ich hab gerechnet. In der ersten Jahren fressen halt die Zinsen alles auf. Da bezahlt man, bezahlt und es kommt kaum was runter. Naja,
2 Jahren gewaltige Brocke. Aber das Lokal bringt doch auch was. Kaum Tisch frei. Sonst könnte ich das auch gar nicht schaffen. Nach dem, was sich Frau Drombusch für das Anwesen hat bezahlen lassen. Wieso? Sie wusste doch nicht, dass ich der Käufer bin. Na, das sagt man nachher. Komm, du hast doch auch Hunger. Hm? Guten Morgen. Guten Tag. Was denkst du? Es ist immer wieder neu für mich, dass du dir so viel Mühe machst. Als Bedienung, da ist das doch... So ein schöner Tisch. Den kenne ich nur von Vera, wenn ich ab und zu mal bei ihr gefrühstückt habe. Ich bin unten im Lokal. Kommst du später nach? So wie ich oben sauber gemacht habe. Dein Bruder kann auch von Glück sagen, dass er dich hat. Na, Vera? Guten Morgen. Du hast wohl mit Tommy gesprochen. Ach, Ludwig, ich mag nicht mehr streiten. Und wie lange soll das so weitergehen? Ich sehe doch, wie dich das bedrückt. Ich habe ihn eben immer verwöhnt. Bist du am Ende auch wohl noch schuld? Ich hatte doch nie Zeit für den Jungen. Ich habe mich einfach zu wenig um ihn gekümmert. Mit Sigi war das nicht anders. Der könnte noch da sein, wenn ich mehr Zeit für ihn und seine Gesundheit gehabt hätte, als für diesen Wahnsinnshausbau hier. Ich hätte es einfach verhindern müssen. Ebenso habe ich es geschehen lassen, dass Chris diesen Polizeiberuf ergriffen hat. Vera, in was verrennst du dich da? Du kannst doch erwachsenen Männern nichts verbieten. Nicht zulassen. Einfach nicht zulassen. Das kann man... Jetzt hör mich mal an, was in deinem Leben schiefgelaufen ist. Das ist doch nicht deshalb schiefgelaufen, weil du es nicht verhindern konntest. Doch, Ludwig, doch. Kannst du einen Herzinfarkt verhindern? Den Mord an deinem Bub? Vera, ich bitte dich. Wir sind schon allein deshalb schuld, weil wir geboren sind. Wenn jemand alles gegeben hat, dann warst du das. Und wenn ich der liebe Gott wäre, dann bekämst du von mir den Freispruch. Sofort. Und schriftlich. Du bist aber nicht der liebe Gott. Nein! Mach mal die Motorhaube auf. Ach. Wohl kein Benzin, ne? Mhm. Naja, das ist schon ganz anders passiert. Kannst du mir helfen? Eine meiner leichtesten Übungen. Hast du es eilig? Ich muss zum Dienst, aber ich habe Zeit. Du bist da? Gekündigt. Kreuzschmerzen. Arbeitslosenunterstützung. Ich habe noch nie selbst gekündigt. Das kann ich mir nicht leisten. Und? Wie geht's weiter? Ja, solange ich keinen Job habe, kann ich hier nicht ausziehen. Wohin denn? Also fängt alles wieder von vorn an. Und wenn ich nicht mehr mitspiele? Das wäre unklug. Nimm das Geschirr da weg. Dein Ludwig kommt hier nicht hoch. Der ist noch nie hier hochgekommen. Du bist ein solcher Sau.
Im Keller hatte ich noch einen Kanister. Gibt es eigentlich etwas, wo du nicht helfen kannst? Wenig. Vielleicht kann ich noch etwas aus der Stadt mitbringen. Ich frag mal oben. Was spionieren Sie denn dauernd im Hausgang herum? Von Ihnen will hier keiner was. Weder der Ludwig noch ich. Kümmern Sie sich doch um Ihre eigenen Angelegenheiten, statt den Mann dauernd zu belästigen. Natürlich sagt er Ihnen das nicht, weil er ein netter Kerl ist, aber ich weiß doch, was er denkt. Weil die was sagt. Gute Fahrt! Guten Morgen. Und? Wie geht's weiter? Bitte? Haben Sie da keine Idee? Welches denn Geschirr? Oder glauben Sie, da kommt der Englische vom Himmel, dass die Teller spielt? Ich hab's hier nur abgestellt. Und da steht's dann übermorgen noch. Das muss man doch nicht gleich putzen. Natürlich nicht. Das macht dann die Frau Drombusch, wenn sie Geschirr braucht. Worum geht's denn hier? Zunächst um dreckige Teller. Ist das dein Problem? Immerhin gibst du zu, dass es ein Problem ist. Tommy. So könnt ihr euch doch nicht verhalten. Deine Mutter ist doch nicht dazu da, euren Dreck wegzuwischen, nachdem sie schon euren Aufenthalt hier finanziert. Ich bezahle alles zurück. Wenn du so weiterlebst, sehe ich schwarz. Oder hast du noch nicht gemerkt, dass dieses Faulenzerleben deine Mutter belastet? Glaub bitte nicht, dass es leicht ist, hier mit zuzusehen. Und dass sie nichts sagt, muss dich nicht täuschen. Sie lässt sich lieber alles gefallen, als dass sie riskiert, dich ganz zu verlieren. Eigentlich beschämend, oder? Ich gehe rein und schäme mich. Mit deinem Leben kannst du machen, was du willst. Aber wenn es um die Vera geht, da kriegst du es mit mir zu tun. Wir haben uns verstanden. Ja, angekommen. So, das musste gesagt werden. So, jetzt brauche ich einen Schnaps. Ich habe da eben dem Tommy das Wort zum Sonntag gesprochen. Wenn seine Tussi wieder im Lokal erscheint und will Esswaren, Getränke abstauen. Was ist denn? Nichts. Wieder was mit deinem Bruder? Nein, nein. Frau Drombusch war hier. Und? Ich weiß nicht, was die immer will. Sie wollte eventuell was aus der Stadt mitbringen. Ach, die soll sich doch diese dummen Anlässe sparen, wenn es ihr nur darum geht, meinen Bruder schlecht zu machen. Ich weiß ja, dass er keine Miete bezahlt und so. Man muss immer sagen, wir sind nur hier, um dich auszunutzen. Das muss ich mir nun doch nicht gefallen lassen. Was hat sie? Ich möchte nicht wissen, was sie mir sonst noch alles unterstellt. Wenn mein Bruder ein Missstück ist, dann bin ich eben auch eines. Ist ja nicht das erste Mal. Dazu wird sie sich noch äußern. Ach, Ludwig, sie wird alles abstreiten. Was bleibt dir auch anderes übrig? Wenn sie uns gegenübersteht und alles in deine Augen wiederholt... Es gibt nur Unfrieden. Aber Magga... Ich möchte es nicht. Zeig ihr durch dein Verhalten, wie du zu mir stehst. Mit der Zeit wird sie schon merken, dass sie uns nicht auseinanderbringen kann. Vielleicht hast du recht. Bestimmt. Das kann ich dir schon abschlagen. Ich mag dich. Du kommst dann runter, ja? Thank you.
Kretschmer, ich hatte heute Morgen schon mal angerufen. Nein, ich möchte Herrn Reibold sprechen. Ja, ich warte. Es kann aber etwas dauern. Ja. Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ja, danke. Vielen Dank. Oh, die zwei Karten? Na, warum wohl? Tolle Idee. Wann ist denn das Spiel? Samstag. Pokal. Und gehen wir zusammen hin? Nein, ich bin noch da. Ja, ich warte. Augenblick bitte. Und was hältst du davon, wenn wir aus den Stehplätzen Karten für die Haupttribüne machen? Oh ja. Damit Opa sitzen kann, was? Guten Tag. Guten Tag. Hat damit überhaupt nichts zu tun. Ich weiß, dir geht es nur um den Fan, der mit seinem hohen Hut Ritschis Sicht versperrt. Herr Reibold, hier ist wieder dieser Anrufer. Der behauptet, jede Nacht würden hier Kunststoffabfälle verbrannt werden. Er spricht von stechend riechenden Dämpfen, von H2SO. Ach, weiß der Kuckuck was. Ich habe ihm gesagt, Sie seien irgendwo auf dem Gelände. Sagen Sie ihm, er soll seine chemische Nase woanders hinhalten. Hier wird nichts Unerlaubtes verbrannt, nur Heizöl, und das ist ein fossiler Brennstoff. Es tut mir leid, ich habe keine Zeit für solchen Unsinn. Papa, ob das gut ist? Hören Sie, Herr Reibold kann leider nicht abnehmen. Er ist vom Werk aus in einer Besprechung und da kann ich nicht durchstellen. Er hat mir nur so viel gesagt, dass Ihre Vermutung falsch sein müsse. Heizöl erzeugt keine stechend riechenden Dämpfe. Heizöl nicht, nein. Heizöl erzeugt auch keine Rußpartikel, mit denen die ganze Gegend verdreckt ist. Wenn er mich nicht anhört, anderen gegenüber wird er gesprächiger sein. Wiederhören. Oh, Verzeihung. Falsch. Der hat nach rechts gemusst. Im anderen Stock. War das Essen aus der 20? Ja. Hattest du das auch reingetan? Fahrt mal den Wagen lieber erst in die Küche. Ja, ja, kommen Sie schon. Verzeihung. Jetzt fragen wir aber. Sie reden. Wer kennt denn auf dieser Station schon Herrn Achenburger? Aber nun ist es klar, wo wir hin müssen. Ins Zimmer 12. Guten Tag. Oh, Herr Achenburger ist schon wieder auf. Dann nehme ich diesen Tag. Guten Tag. Ich glaube, Sie sind hier falsch. Ah ja, Herr Achenburger soll hier liegen, meint Frau Drombusch. Er ist doch nicht verlegt worden. Nach hierher bestimmt nicht. Wieso? Welche Station ist das denn hier? Die Gynäkologie. Oh. Ich kenne allerdings den Zustand von Herrn Achenburger nicht. Da haben Sie Glück. Verzeihung. Kommen Sie, kommen Sie. Entschuldigen Sie. Bitte sehr. Hm.
Beste, Sie sollen mal zu dem Musikmeister da kommen. Zu Herrn Achenburger? Ja, ja, zu dem Hofkapellmeister. Na, wo fehlt's denn? Der derbe Mensch ist gerade mal rausgegangen. Haben Sie mit dem Arzt gesprochen? Glaubt er, ich kann das Konzert spielen? Hier geht's zu den Operationssälen. Und außerdem hat der Achenburger Asthma. Und Asthma wird nicht operiert. Früher waren diese Krankenhäuser übersichtlicher. Krankenhäuser mit einem Zimmer hat es noch nie gegeben. Das muss ja alles zeitig geklärt sein. Schon wegen der Plakate und Programme. Wenn ich nicht irre, ist das Konzert in 6 Wochen. Am 23. einen Samstag, glaube ich. Das wissen Sie? Ja, auf dem Programm stehen Haydn, Mozart und Schubert. Wurde in der Presse schon darauf hingewiesen? Die Termine des Pean-Trios stehen in meinem Kalender. Dann werden Sie kommen. Das mache ich ganz von der Besetzung abhängig. Wenn Sie sich so für das Pean-Trio interessieren, dann wissen Sie doch bestimmt auch, woher der Name stammt. Ja, das weiß ich genau, aus dem Altgriechischen. Und bedeutet so viel wie Dank- und Lobgesang. Unglaublich. Hallo. Das freut mich aber. Im ganzen Haus herumgeirrt. Sie weiß nichts mehr. Darf ich bekannt machen, Frau Drombusch, Pianistin in unserem Trio, Schwester Vera. Sie werden mir aber jetzt nicht meine Schwiegertochter vorstellen wollen. Grüß dich, Vera. Hallo. Was ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Klavierspielerin und einer Pianistin? Gar keiner. Beide spielen das gleiche Instrument. Wie geht's Ihnen, Herr Achenburger? Wann spielen Sie wieder bei uns das Cello? Ich habe immer geglaubt, eine Klavierspielerin unterrichtet nur Anfänger. Haben Sie denn auch Fortgeschrittene unterrichtet, Frau Drombusch? Vera, kommst du mal bitte? Wenn ich eine Alternative hätte, würden Sie bei mir nicht mal das Notenblatt umwenden. Vollversammlung? Sag mal, hast du das Essen in die 20 gebracht? Ich weiß es nicht. Warum? Also irgendjemand muss es doch gewesen sein. Ja, vielleicht war ich es auch. Was ist denn? Welches Essen bekommt Herr Zügler? Aufbaukost. Er hat aber Vollwertskost bekommen. Ihnen muss ich ja nicht erklären, was das bedeutet. Gegen die Magenkrämpfe und Koliken habe ich ihm ein Spasmolytikum gespritzt. Aber in der Behandlung ist der Mann um Tage zurückgeworfen. Wozu hängen schließlich Patientenpläne in der Küche, wenn sie nicht eingehalten werden? Wozu sagen Sie das mir? Ich weiß nicht, ob mir der Fehler unterlaufen ist. Ich habe nicht gesagt, dass ich es war. Wenn alle hier erklären, dass sie es nicht waren und Sie sagen, ich weiß es nicht, na, wer wird es dann wohl gewesen sein? Passiert das wieder, Herrschaft, gibt es einen Affentanz. Also wenn hier etwas schiefläuft, dann bin ich wirklich die Letzte, die das für sich in Abrede stellt. Eher mache ich mir Gedanken, ob ich das nicht hätte verhindern können, weil ich mir eher viel zu viel Vorwürfe mache. Aber mir zu unterstellen, dass ich es war, das ist wirklich zu einfach. Warum sagen Sie nicht gleich, ich habe kein Vertrauen mehr zu Ihnen? Dann wäre die Klarheit noch viel größer. So kenne ich sie gar nicht. Einer von euch sagt hier nicht die Wahrheit. Leider. Also, los an die Arbeit. Ja, bitte? Guten Tag. Guten Tag. Können wir Ihren Chef sprechen? Der ist leider nicht mehr da. Worum geht es denn? Vielleicht den Geschäftsführer oder sonst jemand von der Geschäftsleitung? Herr Bachmann ist in Urlaub, aber vielleicht kann ich Ihnen ja weiterhelfen. Worum geht es denn? Wir sind von der Umweltermittlungsgruppe. Es ist Anzeige erstattet worden, dass in Ihrer Firma Abfälle verbrannt werden, obwohl dafür keine Genehmigung vorliegt. Dem Geruch und den vorgefundenen Partikeln nachzuurteilen, werden bei Ihnen sogar Stoffe verbrannt, die nicht nur eine erhebliche Luftverunreinigung bewirken, sondern die auch gesundheitsschädlich sind. Tja, dazu kann ich nichts sagen. Welche Feuerungsart haben Sie in Ihrer Firma? Gas, Öl oder auch für Festbrennstoffe? Oh Gott, Sie fragen. Beides so viel, ich weiß, das kann man irgendwie umschalten. Kann sich mein Kollege die Feuerungsanlage mal anschauen, zusammen mit jemandem aus dem Haus?
Herr Reitzel, hier sind zwei Polizeibeamte, die hätten sich gern das Heizwerk angesehen. Ja. Ja, die Herren kommen dann gleich runter. Herr Reitzel wartet an der Pforte. Sicher fallen doch bei Ihnen auch Entsorgungskosten an. Vermutlich. Dann haben Sie auch die Abrechnung über die Entsorgung. Schon wegen der Steuer, die sind ja absetzbar. Können Sie mir mal die betreffenden Unterlagen zeigen? Sie verlangen da etwas? Haben Sie überhaupt einen Durchsuchungsbeschluss? Wir haben den Verdacht, dass über Ihre Feuerungsanlage auch Produktionsabfälle verbrannt werden. Und zwar seit einiger Zeit. Da wollen wir uns mal umsehen. Wir können uns auch einen Durchsuchungsbeschluss von der Staatsanwaltschaft besorgen. Wenn Gefahr im Verzuge ist, geht das sogar telefonisch. Sie können gern die Staatsanwaltschaft anrufen und mithören. Hier können Sie sich gern umsehen. In das Zimmer meines Chefs gehen Sie nicht. Und wenn doch die Unterlagen sind, die wir suchen, bitte schließen Sie auf. Ich möchte keine Gewalt anwenden müssen. Hoffentlich können Sie das verantworten. Mich interessieren nur die Belege über die Entsorgung. Die Ordner sind alle beschriftet. Ich wollte mich noch von meiner Schwiegertochter verabschieden. Die ist vermutlich weg. Ja, die kann ich verabschieden. Weg? Na, wie finde ich denn das? Ungehörig. Bin ich ausnahmsweise bei Ihrer Meinung. Hast Tommy rausgeworfen? Wir haben ein paar Worte miteinander gewechselt, ja. Er ist weg. Das zeigt, dass er noch Ehre im Bauch hat. Wie kommst du dazu, so etwas zu tun? Misch dich gefälligst nicht in mein Leben ein. Das ist ein Wunsch, der sich durchaus mit meinem deckt. War was? Hier kein Thema. Das weiß ich nicht. Ah, eben kommt sie. Mama! Na? Die Frau hat schon ein paar Mal angerufen. Hallo, Drombusch? Frau Glockner? Nein, ich war nicht in der Redaktion. Langsam, langsam und der Reihe nach. Welche Polizei war da? Die Umweltermittlungsgruppe. Das habe ich kommen sehen. Nein, das konnten Sie nicht verhindern. Wenn die zwei Ordner mitgenommen haben, dann dürfen die das. Oh nee, bitte nicht. Den lassen Sie in Ruhe seinen Geburtstag feiern. Der kann heute sowieso nichts mehr ändern. Und die Polizei hat keine Veranlassung, sich noch heute Abend mit der Sache zu beschäftigen. Dazu ist morgen auch noch Zeit. Ja. Ja, vielleicht rufe ich ihn ja später noch an. Wünsche ich Ihnen auch. Wiederhören. Das musste ja so kommen. Oh, das sieht aber nach Fleiß aus. Ja. War der Nachhilfelehrer schon da? Nein. Sind das Vokabeln? Ja. Latein. Na, dann wollen wir mal. Erreichen? Endgültig? Eifer? Wenn du weiterhin mit solchem Eifer lernst, erreichst du endgültig, dass du noch einen zweiten Nachhilfelehrer kriegst. Das Problem ergibt sich nicht. Nicht so. Das Problem ist, wie komme ich in den Markt rein? Wie komme ich in einen Markt rein, den andere seit Jahren besetzt halten? Das ist das Problem.
Aber hat denn deine ausgedehnte Reise nach Thüringen und Sachsen nichts gebracht? Du sagst doch, du hast Verabredungen getroffen. Mit verschiedenen Kommunen, ja. Kommunen, die uns in die Liste der Anbieter aufnehmen wollen. Das ist ein Achtungserfolg, aber nicht mehr. Das wird schon werden. Entschuldigen Sie bitte, wenn wir stören. Herr Reibold? Ja, bitte. Können wir Sie mal kurz unter vier Augen sprechen? Dazu sehe ich keine Veranlassung. Dann müssen wir uns ausweisen. Kriminalpolizei. Und was wollen Sie von mir? Das eben möchten wir Ihnen gerne unter vier Augen sagen. Entschuldigen. Danke. Und dagegen gibt es keine Möglichkeit? Im Augenblick nicht. Das müssten Sie mit Ihrem Anwalt besprechen. Ich darf Sie bitten, unauffällig. Aber selbstverständlich. Tut mir leid, aber da läuft etwas anders. Ich wurde festgenommen. Bitte lass dir nichts anmerken. Ja, aber warum? Man sagt... Herr Reibold, wir haben Sie gerade deshalb beiseite gebeten, damit hier darüber nicht gesprochen wird. Auch nicht mit mir? Auch nicht mit Ihnen. Bitte rufe sofort Ulrich an. Ich bin heute auf dem Polizeipräsidium. Dann sehen wir weiter. Es wäre mir lieb, wenn Ulrich sofort kommen könnte. Ich denke, es dauert nicht lange. Ja, mach dir keine Sorgen. Zahl. Lang. Auf Wiedersehen, Herr Reibold. Wo kann ich hier telefonieren? Bitte sehr, Madame, um die Ecke. Na, was freut dich denn so? Dass der Nachhilfelehrer nicht kommt. Ist da auch der Adam Riese dabei? Wer ist denn das? Ein deutscher Rechenmeister. Soll als Junge schon ausgezeichnet gerechnet haben. Hm. Tja. Guten Abend, Kretschmann. Guten Abend. Sie sind der Nachhilfelehrer? So ist es. Bitte treten Sie ein. Ich hatte früher mit Ihnen gerechnet. Ja, ich wollte auch früher hier sein. Tut mir leid. Bitte. Um diesen jungen Mann hier geht es. Hallo, ich bin der Holger Kretschmer. Richie Drombusch. Du bist wohl Fußballfan? Ja. War ich früher auch mal. Nach deinem Gesicht zu urteilen, magst du Nachhilfelehrer wohl nicht? Nein. Gibst du mir eine Chance? Hm? Wie ich ihn geschrieben habe, hat er Probleme in Mathematik. Nicht grundsätzlich, aber er lernt halt nicht. Ja, vielleicht geht's zusammen besser. Bei den Sprachen kann ich ihm helfen, aber in Mathe komme ich selbst nicht mehr gut mit. Na, so lange ist das ja auch nicht her. Was kriegen Sie denn die Stunde? 25. Oh, das ist viel. 20 wären mir lieber. Tja, mir wären 30 lieber. Einigen wir uns in der Mitte? Hm. Zweimal die Woche, wenn es was bringen soll? Ja, Montag und Donnerstag vielleicht. Aber erst ab 18 Uhr, vorher bin ich nicht zu Hause. Entschuldigung. Also wenn du Pappleisten auf den Karton klebst, dann kannst du die Fotos besser austauschen. Drombusch? Mama! Was ist denn los? Um Himmels Willen, und warum? Ja, warte, ich hab Besuch. Bleib dran, ja? Ich muss Sie leider verabschieden. Ich hab ein längeres Telefonat. Mhm. Tja dann. Tschüss. Tschüss. Also bis Montag dann. 18 Uhr. Ja. Tschüss. Tschüss. Ja? Aber warum? Die Polizei verhaftet doch niemanden, weil er etwas verbrannt hat, was nicht verbrannt werden darf. Na, umso mehr. Die müssen bei der Suche irgendetwas gefunden haben, was eine Verhaftung nach sich zieht. Aber was? Was hat Papst getan? So ein Haftbefehl muss schließlich vom Staatsanwalt beantragt und von einem Richter unterschrieben werden. Und dazu müssen dicke Gründe vorliegen. Erst recht, wenn die Kripo Papst daran gehindert hat, dir die Gründe für diese ganze Aktion auch nur zu benennen. Ich habe das alles noch gar nicht ganz begriffen. Manchmal denke ich, ich träume. Natürlich, ich habe noch in dem Restaurant versucht, Ulrich zu erreichen, aber der ist weder zu Hause noch in der Kanzlei. Und dabei hat Papa ausdrücklich gebeten, dass er ihn noch heute Abend im Polizeipräsidium aufsucht. Schließlich muss er doch rechtlich beraten werden. Vielleicht findet Ulrich sogar einen Grund, dass Papa sofort wieder freikommt. Gegen Kaution oder sowas.
heulen, wenn ich an ihn denke. In Polizeigewahrsam. In irgendeiner Zelle, wo Fußballrandalierer sitzen und betrunken ausgenüchtert werden. Die vernehmen ihn zunächst eine Zeit lang. Und irgendwann wirst du den Ulrich Pötschach ja auch erreichen. Ich rufe inzwischen einen Kollegen von Chris an. Der sagt mir vielleicht, was man Papst vorwirft. Ja, ich melde mich sofort. Tschüss. Einmal Suppe, bitte. Da war doch das Schild. Ein Clan und ein Bier. Ziemann hat mir geraten, Diät auf der ganzen Linie. Alles Blödsinn, mein Lieber. Ich futtere, ich bechere, ich genieße. Und du? Du hockst da rum wie eine lahme Ente. Was hast du denn auf dem Herzen? Die Hella fehlt dir. Ja. Die Rudi schon die Geschichte erzählt? Ja. Was macht ihr denn so? Ja. Haustier. Die mit Nazi. Was? Nimm Elternhaus. Sind dazu gut. Und was? Die Militärpräsenz soll erreichen, dass Hilfslieferungen... Und Beethovens Violinkonzert hat... ...Brill fliegen die Tiere in ihre... Für jedes Glas Bier, das hier im Sommer getrunken wird. Nur Zehfensch. Wir haben erst Mai. Schön, dass Sie wieder mal kommen. Ich habe für Sie freigehalten. Hier der letzte Tisch. Hier ist besetzt. Wo steht denn das? Sie können gerne Platz nehmen. Sekunde. Ludwig, der macht keinen Platz. Bloß kein Krach mit den Leuten. In so einem voller Gatte, das ist doch peinlich. Na, die Herrschaften. Es ist Ihnen gesagt worden, dass der Tisch reserviert ist. Da steht kein Schild. Sie stehen auch ohne Schild auf. Und zwar augenblicklich. Verdammt nochmal, können Sie nicht aufpassen? Das ist mir ja so peinlich. Sauerei. Mein Gott, ist mir das peinlich. Teufel. Gehen Sie doch mal beiseite. Sie dribbeln ja da alles voll. Wer den Schaden hat, spottet in jeder Beschreibung. Ach, gehen Sie weg. Bitte sehr, bitte sehr. Bloß kein Krach. Die Karte bringe ich sofort. Zahlen, bitte. Sofort. Lotte, du kannst dir sicher denken, weswegen ich komme. Ich vermute es. Du, das war nicht gut, was du da gemacht hast. Findest du? Verteidig's noch. Du weißt doch genau, wie schwer wir uns tun, geeignetes Pflegepersonal zu bekommen. Von guten Krankenschwestern ganz zu schweigen. Das sind sie also, ihr eigener Herr. Und du kündigst. Welches sowas? Rennst fort und sagst kein Wort. Für dich mag das so sein. Für mich sieht das anders aus. Kann ich dir was anbieten? Auch irgendeinen Saft?
Immerhin hat die Oberin meine Kündigung sofort angenommen. Was blieb ihr anderes übrig? Ohne auf Einhaltung der Kündigungsfrist zu bestehen. Du siehst, ich bin voll entbehrlich. Stell's noch so hin. Mit dir war ja kein vernünftiges Wort zu reden. Weil du weg wolltest, nur weg. Und was hätte sie denn tun sollen, auf die Knie fallen? Nee, Vera. Nicht, dass man dich hat gehen lassen, ist das Problem. Das Problem ist, dass du weg willst. Warum? Nachdem es der Schwesternschaft zu danken ist, dass man dich wieder aufgenommen hat, das muss man auch mal sehen. Die hätten auch anders entscheiden können. Nach der langen Zeit und in deinem Alter. Ja, nun sag doch was. Knall mir was am Kopf, aber sitz nicht einfach nur da und guck mich an. Ich würde es gern anders haben. Aber mir bedeutet meine Arbeit nichts mehr. Dann denke ich, ich mache sowieso immer alles falsch. Früher war das anders. Du weißt zu viel und du denkst zu viel. Jugend tut sich da leichter. Dafür genießen die Älteren mehr Vertrauen. Vertraut ihr mir? Ich merke doch, wie ich belächelt werde. Wie ihr mich ablehnt. Kein Mensch belächelt dich, niemand lehnt dich ab. Hättest du gesagt, ich war es nicht, wäre alles in Ordnung. Aber wie soll ich es sagen, wenn ich es nicht sicher weiß? Ich weiß es doch nicht. Die Besten tun sich immer am schwersten. Deine Aufrichtigkeit in allen Ehren, Vera, aber sie grenzt ja schon an Selbstquälerei. Wenn du an dir zweifelst, wie sollen denn dann andere sicher sein? Ja, dann unterstellt man dir eben sowas. Aber darum geht's eigentlich gar nicht. Ich kann nicht begreifen, wie man nach einem solchen Vorfall zu der Überzeugung kommt, jetzt kann ich nur noch kündigen. Was ist das? Warum nimmst du alles so schwer? Also entschuldige mal, dieser Patient... Anders gefragt, warum nimmst du alles persönlich? Es sitzt nicht hinter jedem Busch ein Feind, der dir was anhaben will. Das mag schon sein. Wenn ich mich stark fühle, dann weiß ich das auch, aber... Ich fühle mich nicht immer stark. Manchmal habe ich Angst, ich packe das nicht. Hast du Tabletten genommen? Ich kann nicht mehr gut alleine sein. Wenn ich zu Hause bin, dann will ich weg. Und wenn ich weg bin, dann will ich wieder nach Hause. Und dann immer dieser Gedanke, geschieht dir recht, dass du alleine bist. Hättest du auf Sigi aufgepasst, als es noch Zeit war? Warum erfährt man das immer hinterher? Wie bei Chris. Jetzt bei Tommy. Vera, du projizierst Bilder auf eine Leinwand, die es gar nicht gibt. Du bist dein Feind, niemand sonst. Und dir läufst du nicht davon. Auch nicht mit Tabletten. Geliehene Ruhe ist auch Ruhe. Aber Laien ist keine Lösung auf Dauer, Vera. Außerdem brauchen mich die Kinder. Die brauchen mich wirklich. Marion muss jetzt jeden Abend in die Katakomben, meist schon am Spätnachmittag. Da muss ich Daniel Abendbrot machen. Und Tina arbeitet in der Redaktion. Da muss ich dem Richie bei den Hausaufgaben helfen. Von meiner Schwiegermutter gar nicht zu reden. Vergiss doch wirklich alles. Und für all das habe ich jetzt wirklich Zeit. Ich glaube, ich bringe dich jetzt besser ins Bett. Lass mal. Das geht prima. Du bist so lieb. Warum bleibst du nicht? Ich komme wieder. Kann ich dich auch wirklich allein lassen? Ich gehe jetzt zu Bett. Den Weg finde ich immer. Ja. Hier muss was geschehen. Herr Berling. Guten Tag. Danke. Danke.
habe so sehr auf dich gewartet. Kegelausflug, komm. Ja, ich komme gerade vom Richter. Ich habe mit ihm deine Sache durchgesprochen. Wann komme ich raus? Wenn du ein umfassendes Geständnis ablegst, das den Richter davon überzeugt, dass keine Verdunklungsgefahr mehr besteht. Oder wenn die Ermittlungen abgeschlossen sind. Und wann ist das? Da muss ich passen. Das hängt davon ab, was da im Einzelnen gelaufen ist. Und das weiß zur Stunde niemand außer dir. Dass ich alles Erdenkliche für dich tue, versteht sich von selbst. Aber bevor ich mich äußern kann, muss ich das Ausmaß kennen. Das Ganze. Bitte. Dass ich kein Krimineller bin, das ist ja doch wohl... Geschenkt. Entschuldige, ich habe noch Termin. Und ich bin ohnehin schon zu spät. Es hat so simpel begonnen. Irgendein Umweltschützer hat mich angezeigt, wegen illegaler Abfallbeseitigung. Die Kripo kam in die Fabrik. Wie ich auf dem Präsidium hörte, gibt es da eine Umweltermittlungsgruppe. Die überprüfte die Feuerungsanlage und stellte fest, dass es stimmt. Was nun folgt, kann ich mir nur zusammenreimen, denn zu diesem Zeitpunkt war ich bereits nach Hause gefahren. Die Beamten wollten offenbar den Umfang dieser Verbrennungsaktion feststellen, was mühelos möglich ist, wenn man die erheblichen Entsorgungskosten aus der Vergangenheit, die ich einsparen wollte, mit denen vergleicht, die in jüngster Zeit angefallen sind. Natürlich ein gravierender Unterschied. Dazu mussten sie in den Akten schnüffeln und dabei haben sie wohl gewisse Unterlagen eingesehen, die sie besser nicht eingesehen hätten. Ich war vor einiger Zeit in den östlichen Bundesländern, in Thüringen und Sachsen, um Aufträge zu bekommen. Das Geschäft mit Kunststoffholdingen läuft dort nicht. Mit der Konkurrenz hier im Westen konnte ich zuvor ein Arrangement erzielen, das mich sicher sein ließ, dass wir preislich nicht unterboten werden würden. Unzulässige Preisabsprache. In der Wirtschaft eine lässliche Sünde. In der Wirtschaft. Wie viele Firmen sind daran beteiligt? 7. Naja, der zweite Schritt war dann zwangsläufig. Ich versuchte, die Landräte, Bürgermeister und andere entscheidende Beamte davon zu überzeugen, dass es nicht unbedingt nachteilig sein muss, das Angebot für Rollläden ohne Ausschreibung einzuholen. Die Ausschreibung wird zwar nicht umgangen, aber ich habe Grund zu der Annahme, dass wir die Aufträge erhalten. Es sind immerhin Großaufträge. Wie hast du bezahlt? Mit Scheck. Wie sollte ich sonst in den Markt kommen? Über ein bekanntes Konto? Firmenkonto, dort ist es natürlich alles deklariert. Aber wenn die nachbohren? Das werden sie. Das war natürlich dilettantisch von dir. Könntest du mir einen Gefallen tun? Welchen? Claudia soll einen bestimmten Ordner verschwinden lassen zu Hause. Es ist der einzige ohne Aufschrift. Sie weiß nicht, was er enthält. Ich überlege mir das. Das Strafmaß liegt zwischen 2 und 5 Jahren, wobei die Bestechung am schwersten wiegt. Wenn sie alles erfahren. Damit musst du rechnen. Was bedeutet, dass ich meine Partner, mit denen ich diese Absprachen getroffen habe, ausliefere? Würden sie im umgekehrten Fall auf dich Rücksicht nehmen? Könntest du ein Telefonat für mich führen? Nein, bei aller Freundschaft, ich warne niemanden. Das musst du verstehen. Das kostet mich meine Zulassung als Anwalt. Und wenn ich kein Geständnis ablege und lasse es darauf ankommen, dann habe ich zumindest die Chance, dass die Kripo nicht alles erfährt und dass ich folglich mit einer geringeren Strafe davon komme. Das ist theoretisch möglich. Aber dazu musst du wissen, dass dein Geschäftsführer ebenfalls in U-Haft sitzt. Du wirst dir eine Führungskraft suchen müssen mit allen Vollmachten. Hier, wie kann ich das? Claudia kann. Was versteht sie von der Firma? Dann gib ihr Ratschläge, nenn ihren Namen. Du musst wissen, was du hier zu tun hast. Aber vor der Frage eines Nachfolgers hast du dich immer gedrückt. Und hier soll ich ihn finden? Weder das Gericht noch die Staatsanwaltschaft sind daran interessiert, dass deine Fabrik ruiniert wird. Die Gespräche mit deiner Frau wirst du hier führen können. Zwar in Anwesenheit des ermittelnden Staatsanwalts, aber was macht das? Es sei denn, du legst dein Geständnis ab. Dann kommst du sofort frei. Und auf Kaution? Kaution soll Fluchtgefahr verhindern, aber sie kann nicht die Verdunklungsgefahr ausräumen. Der Staatsanwalt will alle, die an diesem Handel beteiligt sind. Das ist sein Job. Ich überlege mir das. Na, sag mir Bescheid. Ich komme, sobald ich kann. Kann ich Claudia noch irgendetwas bestellen? Denn innerhalb der ersten 14 Tage hast du Besuchssperre. Sie soll dir frische Wäsche mitgeben. Kein Problem. Auf dem üblichen Weg.
Halt die Ohren steif. Entschuldigen Sie, ich komme auf Ihre Annonce hin. Daran weiß ich nichts. Frau Nittal, da ist jemand wegen einer Annonce. Frau Nittal ist im Büro. Passt du? Dankeschön. Guten Abend. Drombusch. Ja, bitte? Ich komme auf Ihre Annonce hin. Wir hatten eigentlich eine jüngere Kraft gesucht. Ja, mehr eine Packerin, die die vorgeführten Spielwaren in die Regale zurückstellt. Stand denn das nicht in der Anzeige? Ja, das stand etwas von einer jüngeren Mitarbeiterin. Aber ich nahm... Ja, sind Sie denn Verkäuferin? Nein, ich... Ja, aber sowas muss man doch gelernt haben. Was sind Sie denn vom Beruf? Ich dachte, ich kann mir das aneignen. In Ihrem Alter, nein. Außerdem suche ich eine einfache junge Frau, die hier bleibt und nicht jemand, der kurz vor der Rente steht. Tut mir leid. Ältere Leute sind nicht schon deshalb nutzlos, weil sie älter sind. Wie an Ihrem Beispiel zu sehen ist. Guten Abend. Entschuldige, aber ich muss jetzt ins Lokal. Naja. Hallo? Du warst wohl nicht in der Kanzlei. Warum? Weil deine Mutter hier rumsitzt. Tja, ich musste arbeiten. Das muss Daniel auch, aber sie quakt ja dauernd, lass das. Der Zeit nach, die du in der Kanzlei bist, müsstest du eine ungeheure Klientel haben. Denn wenn du hier bist, geht sie meistens weg. Irgendwann werde ich auch meine eigenen Räume haben. Dann sitzt sie nur noch hier rum. Guten Abend. Na, du? Siehst du das mal nach? Kann ich dir was zu essen machen? Nein. Nein. Hallo? Hallo. Ist Maximilian da? Ist was? Ich muss ihn sprechen. Maxi, Tina möchte mit dir reden. Ich glaube beruflich. Tschüss. Tschüss. Hallo. Hallo. Tja. Ich glaube, für mich wird es Zeit. Gehst du mal in dein Zimmer? Also, was ist los? Mein Vater wurde vorige Woche verhaftet. Wirtschaftskriminalität.
Ja? Entschuldigen Sie bitte, ich würde gerne Herrn Achenburger besuchen. Wer sind Sie denn? Ich kenne Sie nicht. Ich war mal Krankenschwester auf seiner Station. Herr Achenburger ist aber nicht da. Der übt wieder mit seinem Trio. Ach, dann weiß ich schon. Vielen Dank. Tja, deshalb bin ich gekommen. Überlegen Sie es sich. Meine Eltern sind sicher faire Gesprächspartner. Das Angebot ehrt mich, aber ich glaube, ich möchte das eigentlich nicht. Ein gebranntes Kind scheut das Feuer. Ich war lange Jahre Geschäftsführer einer chemischen Fabrik, bis der Sohn des Familienunternehmens nach absolviertem Jurastudium auf meinen Stuhl wollte. Eine adäquate Stellung fand ich hier nicht und da ich nicht bereit war, mein Haus zu verkaufen, habe ich mir von dem Geld der Abfindung eine leidliche Klientel aufgebaut. Zunächst noch in der Wohnung meiner Mutter als Einzimmerkanzlei. Wegen der Lage und wegen der Kosten. 3 Jahre sind eben lang. Darf ich Sie unterbrechen? Zum einen, bei uns gibt es keinen Sohn, nur eine Tochter. Und die hat nicht Jura studiert. Zum großen Leidwesen meines Vaters. Und zum anderen, Sie könnten doch Ihre Kanzlei in der ersten Zeit von einem jungen Kollegen führen lassen. Die Möglichkeiten kennen Sie besser, bis Sie wissen, was für Sie günstiger ist. Na ja, günstiger ist für mich sicher Ihr Angebot. Aber wie lange? Und dann stehe ich wieder da, wo ich schon einmal stand. In unserer Situation sind wir für vieles offen. Entschuldigen Sie. Guten Abend. Hallo. Ach, ich wollte nur, falls Sie nicht da gewesen wären, Daniel bei den Aufgaben helfen. Das ist sehr lieb, aber das besorge ich gern. Tina, deshalb ist bei dir niemand zu Hause. Hallo, der Richie ist bei meiner Mutter. Mhm. Ja, also entschuldigen Sie, wir haben eine Besprechung. Ach so, ja, natürlich. Das wusste ich nicht. Das macht ja auch nichts. Bitte nicht so laut. Ich mache Ihnen einen Vorschlag, Tina. Sie lassen mir Bedenkzeit bis morgen Abend. Bis dahin brennt Ihnen nichts an. Sollte ich die Möglichkeit sehen, das eine zu tun, ohne das andere zu lassen, werde ich mich gerne mit Ihnen, Ihrer Mutter und dem Anwalt Ihres Vaters in meinem Haus treffen. Und dann sehen wir weiter. Einverstanden? Das lässt immerhin hoffen. Klopft wieder. Wunderbar. Ganz wunderbar, Herr Achenburg. Wenn er Luft hat, dieses Asthma. Sie brauchen ja nicht mehr zu probieren. Opa Nebel spielt in der Schleberin. Nur Sie, Frau Iffitz, Sie haben geschleppt. Geschleppt? Ja, besonders im Mittelteil, wo Sie führen. Wo ich führe. Frau Trombusch, was soll denn das? Ich zeige dem nur, wie primitiv sowas ist. Eine eigenwillige Art der Unterhaltung. So, und jetzt mit Ihnen, Herr Schlewein.
Frau Werbelhoff. Eine gute Notenblattumwenderin sitzt auf der Kante. Fertig. Und? Das ist der Klopfer. Und? Mal raus, damit es Platz gibt. Wir brauchen noch eine Bedienung. So geht es nicht. Der Puppe, Sepp. Sepp! Ich wollte. Ja, wie geht das, wenn du an der Spezi? Mit dem Kopf besser als mit den Beinen. Sie wollte ja an mir hergebracht. Komm, setz dich. Ich sehe nicht recht, Sepp. Wer ist denn das? Ach, wir kennen uns seit Jahr und Tag von dem S. Vom Jahrmarkt. Ich hab meinen Diebestand in der Nähe. Was hatten Sie? Ja, mein Stand mit ihr, deine Diebe. Töpfen. In der Nähe von seinem Puppentheater. Ein Bruchbud, aber es war nie ein Platz zu kriegen. Hast du dein Geschäft noch? Das kaufen wir ja doch keiner ab. Von den Kinderspielen, davon wird man nicht reich. Die Beine wollen halt nicht mehr. Und die Arme. Das Hochhalten. Sepp! Das müssen wir begießen, Yvonne. Na, irgendein Herr, Mann. Bist du jetzt hier? Ja, ich hab lang genug auf kalte Wies gestanden. Also. Sag mal, Yvonne, hast du zugelegt? Du bist zerfällig geworden? Na, was soll der Grund sein? Sie kriegt ein Kind. Was? Ja, sag mal. Dann musst du zwei haben. Oder drei. Also, dann zur Gesundheit. Ja, Prost. Prost. Fräuleinchen, kommen Sie doch mal hierher. Wir fallen ja vom Fleisch. No, das ging ja noch, aber der Durst. Also, wenn das noch lang dauert, helfen wir. Eine Schinkenplatte. Eine Schinkenplatte, ja. Belegen Sie die selbst? Ja. Machen wir es zusammen? Welche die Zeit? Ich habe nichts vor. Ich könnte gern helfen. Nicht nötig, danke. Ja, Fräulein, wann kommen Sie dann endlich? Fräuleinchen, kommen Sie doch mal. Ach, das ist nötig. Man weiß nicht jemand ab, der helfen will. Entschuldige, aber wer will schon eine Hilfe, die er nicht braucht?